Servus Leute und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, warum ein Crash momentan fast schon absurd erscheint, wie sich der faire Wert von Gold berechnen lässt und welchen Stargast wir kommende Woche für euch vor die Kamera holen zum Interview. Kleiner Tipp, er ist sehr prominent und ihr habt ihn euch schon sehr oft gewünscht für ein Interview. Wer wissen will, wer der Stargast ist, bleibt unbedingt dran bis zum Ende dieses Videos. Und jetzt legen wir los. Was stimmt eigentlich nicht mit den Untergangspropheten? Sie erzählen immer dasselbe Märchen, die Welt brennt und sie wird natürlich bald untergehen. Zuletzt gab es sehr viel Kritik, dass wir ein bisschen zu viel Crash auf unserem Kanal hätten. Wir nehmen das natürlich ernst und wollen da nicht blind mitmachen bei den Untergangsmärchen. Deswegen kommen jetzt hier 3 Thesen, warum der Crash ausfallen wird. Fangen wir mal ganz langsam an. Zugegeben mit einer statistischen Spielerei, aber das kann ja durchaus aufschlussreich sein. Wir wollen uns nämlich den Dow Jones während eines Wahlzyklus anschauen. Und da blenden wir jetzt mal einen Chart ein, der schon mal erkennen lässt, dass es in den kommenden Monaten durchaus stabil weitergehen könnte an der Börse. In der Regel gelten nämlich die Jahre, in denen der Präsident gewählt wird, in den USA als gute Börsenjahre. Beispielsweise im Zeitraum von 1900 bis 2015 kletterte der Dow Jones Index während der Wahljahre im Durchschnitt um rund 5%. Bleibt jetzt natürlich die Frage, wer wird denn überhaupt US-Präsident? Wahrscheinlich wäre es für die Börse nicht die schlechteste Option, wenn The Donald das nochmal macht. Aber wie steht es denn jetzt um unseren Freund Donald Trump in den USA? Einige reiben sich schon schadenfroh die Hände, weil er in den Umfragen nicht ganz so gut abschneidet. Aber die müssen vielleicht mal wieder mit einem Comeback des Showmans rechnen. Denn eine junge Umfrage der New York Times zeigt, dass Trump nur auf den ersten Blick nicht so gut dasteht in den Umfragen. Wenn man sich nämlich mal die wichtigen Staaten anschaut, dann schneidet er nämlich sehr, sehr gut ab. Da ist er nämlich gleich auf oder sogar hat sogar einen Vorsprung gegenüber Bernie Sanders zum Beispiel. Es geht um die 6 Schlüsselstaaten: Florida, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Michigan und North Carolina. Also, es könnte sogar mal wieder sein, dass Donald Trump das macht und das wäre für die Börse wahrscheinlich nicht gerade die schlechteste Lösung. Kommen wir zum zweiten Punkt, das ewige Lied der niedrigen Zinsen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger ertönen. Wir lassen da mal einen Chart reinfliegen und schauen drauf, was die Zinswelt in den kommenden Monaten und im kommenden Jahr wahrscheinlich so treiben wird. Ihr kennt das Bild, hier in Europa gibt es quasi schon lange keine Zinsen mehr. Es gibt teilweise schon Negativzinsen, aber vor allem schauen die Investoren natürlich immer auf die USA. Das ist einfach der dominante Markt. Und da sehen wir schon, die Zinsen dürften 2020 auch eher nach unten tendieren. Warum ist das jetzt so? Die Konjunktur in den USA läuft weiterhin nicht schlecht, aber die Indikatoren für die Konjunktur haben sich jetzt auch nicht einheitlich so stabilisiert, dass man jetzt sagen könnte, okay, da jagen wir jetzt einfach mal die Zinsen nach oben. Das wird die Fed auf jeden Fall nicht tun, vor allem wenn Trump jetzt noch wiedergewählt werden will. Wird die Fed einen Teufel tun und einfach mal leichtfertig die Zinsen erhöhen? Im Gegenteil, wahrscheinlich wird sie weiterhin in mehreren Schritten sogar absenken. Wie gesagt, in Europa sind die Zinsen schon sehr niedrig und da ergibt sich ein gesamtes Bild, was sehr günstig für die Aktienmärkte weiterhin ist, denn es wird wahrscheinlich genug Liquidität da sein durch die niedrigen Zinsen und es ergeben sich einfach keine Alternativen. Was sollen die Investoren denn machen? Sie werden das Geld jetzt nicht komplett bei Null- und Negativzinsen parken. Demnach dürfte sehr viel Geld in die Aktienmärkte weiterhin fließen, natürlich vielleicht auch in Gold. Und das spricht definitiv dafür, dass jetzt kein Crash kommen wird. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit der Rezession? Die Welt soll doch brennen, soll bald untergehen und in Deutschland sind wir sowieso komplett am Ende. Aber das stimmt nicht so ganz, denn selbst die deutsche Konjunktur zeigt ein paar Lebenszeichen. Der IFO-Index hat sich zuletzt stabilisiert, also die Unternehmen haben angegeben, dass sie die Lage in den letzten 2 Monaten besser einschätzen. IFO-Präsident Clemens Fuß sagt dazu, die deutsche Konjunktur stabilisiert sich. Es gibt auch aktuelle Zahlen des Handelsblatts, die haben das genau nachgerechnet. Das zeigt, dass zumindest die DAX-Konzerne, die großen, relativ gut dastehen. Also die meisten haben jetzt eigentlich die Umsätze und die operativen Gewinne gesteigert, vor allem die, die halt natürlich jetzt schon Zahlen vorgelegt haben. Selbst die Autobauer zuletzt ganz gut aus dem Quark gekommen. BMW hat sich ganz robust gezeigt. Was man fairerweise sagen muss, dass natürlich die Zulieferer noch ein bisschen kränkeln. Die sind schon massiv unter Druck. Gerade diese Transformation zur Elektromobilität macht da Probleme. Aber insgesamt zeigt sich schon ein deutlich stabileres Bild. Aber woran liegt das jetzt, dass gerade die Großen noch stabile Umsätze und Gewinne machen? Ja, der Grund liegt auf der Hand. Das ist die Globalisierung und einfach die Exportstrategie.
Wertstärke der deutschen Unternehmen. Sie verkaufen natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und das stabilisiert die ganze Sache. Aber eigentlich sollte doch der Euro so blöd sein. Also wir werten ja ab, können dann billiger verkaufen. Und das sichert jetzt den deutschen Unternehmen in der kritischen Phase die Umsätze und Gewinne. Es ist wirklich sehr ärgerlich. Also könnte ich glatt aus der Haut fahren. Schauen wir uns das Ganze nochmal grafisch an mit dem IFO-Index und wie es so um die Konjunktur steht. Ich habe schon gesagt, IFO-Index zuletzt hat sich stabilisiert und auch das verarbeitende Gewerbe scheint zumindest das Schlimmste hinter sich zu haben. Das zeigt zumindest der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Der ist im September zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr, muss man sich vorstellen, wieder gestiegen. Also das zeigt eindeutig oder weist darauf hin, dass sich die Lage nicht verschlechtert und vielleicht demnächst wieder deutlich besser aussehen könnte. Wir haben in Deutschland ja gerne ein verzerrtes Bild, weil wir natürlich deutsche Medien konsumieren und da ist ständig die Rede vom Untergang und dass uns die Rezession so hart treffen könnte wie noch nie. Aber als Investor sollte man halt auch mal über den großen Teich schauen und da lohnt sich immer mal der Blick auf die USA und da ist das Stimmungsbild nicht ganz so schlecht. Wir schauen mal auf den Konsumentenklimaindex von Bloomberg und das müsst ihr euch mal vorstellen, der steigt einfach immer weiter. Seit mehr als 30 Jahren hat der nicht so hoch notiert wie heute. Also hohe Einkommen, starke Arbeitsmarkt, immer noch in den USA und eine geringe Inflation, das sollte eigentlich den Konsum weiterhin stützen. Und wir haben noch einen Indikator im Gepäck, um das Bild noch abzurunden, den können wir auch kurz einblenden, denn auch von der Großbank UniCredit gibt es Entwarnungen. Sie errechnet den Global Leading Indicator und der hat sich zuletzt auch im September leicht verbessert. Das ist auch ein vorlaufender Indikator, der hat eigentlich bisher auch mal eine ganz gute Indikation für die Weltwirtschaft und für den Welthandel gegeben und die Analysten gehen daher davon aus, dass der Welthandel im November um rund 1,5% zulegen sollte. Also Leute, man kann die Sache natürlich immer negativ erzählen, man kann negative Märchen erzählen, man kann auch positive Märchen erzählen, wie ich das gerade gemacht habe. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo oft in der Mitte. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Lage seht, ob ihr weiterhin bullish seid, gerade wegen der niedrigen Zinsen, weil sich das grundsätzlich alles jetzt auch ein bisschen stabilisiert, wenn man mal die deutsche Brille absetzt, oder ob ihr sagt, nein, ich glaube den Crash-Propheten, die Welt wird bald untergehen und das ist dann auch gut so. Die Zinsen sollen also noch weiter fallen. Es geht wirklich um jeden Euro und jeden Prozentpunkt Rendite. Deswegen will ich euch heute als Geldidee-Spezial die Zinsplattform Zinspilot vorstellen. Es gibt auch gleich noch ein attraktives und exklusives Neukundenangebot für alle Mission Money Zuschauer bei Zinspilot. Aber jetzt will ich euch erstmal die Plattform vorstellen. Also jetzt erstmal zu Zinspilot. Ihr kennt ja das Problem, es gibt praktisch keine Zinsen mehr auf dem Konto. Aber dafür hat Zinspilot jetzt eine smarte Lösung. Denn bei Zinspilot habt ihr dann nur noch ein zentral verwaltetes Konto bei der Sutor Bank in Hamburg. Und das Beste daran ist, das Konto ist vollkommen kostenlos. Zinspilot übernimmt für euch sämtliche Gebühren. Aber was kann dieses Konto jetzt? Über dieses Konto bei Zinspilot habt ihr dann Zugriff auf über 100 Tages- und Festgeldangebote von mehreren Banken und die bringen dann bis zu 1,81% Rendite pro Jahr. Und das Beste an einem Konto, wie bei einer herkömmlichen Hausbank, habt ihr dann auch eine EU-weit geltende rechtliche Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Bank und pro Person. Ich kann bei Zinspilot also ganz einfach und flexibel zwischen verschiedenen Produkten hin und her wechseln und muss dafür nicht jedes Mal ein neues Konto eröffnen. Für alle Mission 5 Zuschauer habe ich jetzt ein tolles Angebot. Wer bis zum 9.12.2019 jetzt bei Zinspilot ein Konto eröffnet und anfängt dort zu investieren, der kann einen doppelten Willkommensbonus abstauben. Statt bis zu 100 Euro gibt es jetzt bis zu 200 Euro einfach geschenkt. Wie geht das Ganze jetzt? Ganz einfach, ihr müsst nur surfen auf zinspilot.de/mission5. Da gelangt ihr dann drüber über diesen Link auf eine Landingpage. Da sind auch die Aktionsbedingungen nochmal aufgeführt. Und wenn ihr über diesen Link ein Konto eröffnet, dann kommt ihr automatisch nach der Kontoeröffnung und einer ersten Anlage zu eurem Geld. Dann wird euch nämlich der Betrag von bis zu 200 Euro gut geschrieben. Also einfach über diesen Link anmelden, einzahlen und dann gibt es den Bonus. Ich packe euch den Link zu dieser Aktion von Zinspilot natürlich auch nochmal unten in die Videobeschreibung.
Wie bewertet man eigentlich Gold? Wäre ganz praktisch, wenn man sich den fairen Goldpreis ausrechnen könnte, oder? Anhand vom KGV und so weiter und so fort. Aber das ist das Problem, beim Gold ist das sehr, sehr schwierig. Aber es gibt natürlich sogenannte Ratios, an denen man sich orientieren kann. Und ich habe da sehr spannendes Material, Insight-Material von den Kollegen von Focus Money. Da geht es nämlich darum, Gold ins Verhältnis zu setzen, zum Beispiel zu Silber und auch zum Beispiel ins Verhältnis zum Dow Jones. Und da wollen wir jetzt mal drauf blicken. Das ist jetzt keine leichte Kost, deswegen werden wir den Chart groß einblenden und auch ein bisschen länger stehen lassen, damit ihr euch das auch in Ruhe nochmal selber anschauen könnt. Ich werde euch jetzt einfach ein bisschen was dazu erzählen und dann, glaube ich, müssen am besten alle nochmal ein bisschen selber drüber schauen. Ist nicht ganz so einfach. Also wir sehen jetzt hier das Dow Jones Goldpreisverhältnis und sehen zwei Linien, eine blaue und eine orangefarbene und darunter dann sozusagen die Kaufsignale, die dann ausgelöst worden sind in den letzten 100 Jahren fast schon und was das dann unterm Strich gebracht hat. Also 6 Handelssignale lieferte die Dow Jones Gold Ratio in den vergangenen 100 Jahren. Ist jetzt nicht ganz so viel, also im Schnitt dauerte ein Handelssignal knapp 17 Jahre. Das ist schon eine sportliche Dauer. Was heißt das jetzt genau? Also wenn die Ratio an einem Monatsende unter 5 fiel, das ist nämlich die blaue Linie, dann kostete der Dow nicht einmal 5 Feinunzen. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist spottbillig, auf gut Deutsch gesagt, und führt dann dazu, dass die Goldbestände verkauft werden und der Dow Jones gekauft wird. Also das wäre sozusagen diese Handlungsanweisung nach dieser Ratio gewesen. Wenn die Dow-Gold-Ratio über 15 gestiegen ist oder steigt, das ist jetzt die orangefarbene Linie, ist der Korb mit den 30 US-Aktien dann zu teuer, also der Dow Jones, und dann ist Gold günstig. Das ist sozusagen dann das andere Kaufsignal. Also dann würde der Dow Jones verkauft werden und Gold gekauft werden, weil Gold dann eben günstig ist. Das letzte Kaufsignal, das ist vom 31.10.1996, also ist auch schon ein paar Jahre her, also sogar länger als der Durchschnitt von 17 Jahren. Und das ist auch weiterhin intakt. Das ist ganz wichtig. Und jetzt gibt es einen spannenden Kommentar hier von US-Analyst Bill Bonner, der sagt, das ist die wichtigste Kennzahl bei allen Investitionen. Also er findet diese Dow Jones Goldpreis Ratio sehr, sehr wichtig. Das ist der Vater dieser Methode sozusagen. Er sagt, das Dow-to-Gold-Verhältnis gibt uns die Möglichkeit, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Und man sieht schon, diese Methode, wenn man die angewandt hätte, die letzten 100 Jahre, das hätte sich bezahlt gemacht. Nämlich ein Depot in 100 Jahren mit einem Wert von 100.000 Dollar wäre auf sage und schreibe 26,4 Millionen Dollar angestiegen. Das war's jetzt noch nicht. Jetzt wollen wir uns noch das Verhältnis von Gold und Silber anschauen. Ich muss schon mal eine leichte Einschränkung machen. Da wäre nicht ganz so viel rausgesprungen, aber trotzdem ist es nicht weniger spannend. Und wir schauen jetzt auch mal auf den Chart. Also bei der Gold-Silber-Ratio geht es ganz einfach um die Frage, was man kaufen soll, Silber oder Gold, wie das sozusagen im Verhältnis bewertet ist. Und im Chart haben sich auch wieder zwei Schwellen ausmachen lassen, jetzt bei dieser Gold-Silber-Strategie. Und ich lese euch jetzt die Regel mal vor. Also die lautet, fällt die Silber-Gold-Ratio unter 1,33, dann kaufen wir Silber und verkaufen Gold. Eigentlich ganz einfach. Steigt die Ratio aber andersrum über 1,93, dann wird sozusagen die Position gedreht und dann wird es genau anders rumgemacht. Also was machen wir dann? Dann verkaufen wir Silber und ordern wieder Gold. Seit 1989 gab es da immerhin 7 Handelssignale und das hätte bislang immerhin einen Gewinn von 1133% gebracht. Das ist immerhin pro annum dann eine Rendite von 8%. Ist jetzt nicht ganz so spektakulär wie die Dow-Ratio, aber natürlich auch ganz spannend. Die Gold-Silber-Ratio ist ja auch sehr beliebt bei einigen Investoren, also das ist schon bekannter, da schauen einige drauf. Das würde mich jetzt mal interessieren, ist das für euch auch ein Faktor? Wie bewertet ihr eigentlich Gold? Ich weiß ja, da sind einige Goldfans da draußen. Sagt ihr im Moment, das ist noch viel zu billig oder sagt ihr, okay, das ist schon mir vielleicht auch ein bisschen zu teuer geworden. Es ist ja immer die Frage, wie betrachtet man auch Gold? Einige sagen, ja, warum steht das nicht höher? Dann muss man natürlich immer sagen, okay, schaut man sich jetzt die letzten 5 Jahre an, schaut man sich die letzten 50 Jahre an, schaut man sich die letzten 300 Jahre an. Also Gold ist immer sehr, sehr schwierig zu bewerten. Deswegen sind diese zwei Sachen umso spannender. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Herangehensweise findet und ob ihr gerade bereit seid, bei Gold noch einzusteigen. Kommen wir zur Inspiration in dieser Woche und da liegt mir am Herzen nochmal
auf das Wort Fakten zu schauen. Wir haben diese Woche ja Boris Palmer interviewt. Wer das noch nicht angeschaut hat, könnt ihr euch nochmal hier oben reinklicken. War ein sehr spannendes Gespräch mit dem Kollegen von den Grünen. Und das Feedback war auch sehr gut. Es haben wirklich einige geschrieben, ja, ist ein Grüner, aber trotzdem ganz vernünftig. Und es geht eben immer darum, auf die Fakten zu schauen. Es ist natürlich sehr schwer, erstmal zu definieren, was sind die Fakten. Das gebe ich zu. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber man sollte sich zumindest von beiden Seiten erstmal die Fakten anschauen. Und gerade zum Thema Rezession ist das sehr, sehr spannend. Ich habe euch heute die positiven Fakten gezeigt. Es gibt natürlich auch einige negative. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber es ist ja wichtig, dass man immer den Blick mal schärft. Gerade wenn wir jetzt in Deutschland sind, habe ich vorher schon angedeutet, dann schaut man natürlich sehr gerne mit der deutschen Brille drauf. Aber es gibt natürlich ein Problem. Wenn du jetzt Investor bist und selbst wenn die deutsche Konjunktur jetzt schlecht läuft und wenn es natürlich den Automobilzulieferern schlecht geht, dann musst du dich natürlich erstmal fragen, habe ich die überhaupt im Depot? Also nur weil es jetzt Conti zum Beispiel ein bisschen schlechter geht, heißt das ja noch lange nicht, dass die Weltkonjunktur zusammenbricht. Und wenn du jetzt Microsoft oder Apple Aktien hast, dann interessiert das ja schon mal gar nicht. Und es geht vor allem darum, wenn du auf deine Aktien im Depot schaust, ist ja wichtig, wo machen die ihre Geschäfte? Und es zeigt sich jetzt sogar bei den deutschen Unternehmen, dass die noch sehr, sehr gute Geschäfte machen, weil sie eben nicht nur von Deutschland abhängig sind, sondern weil sie ihre Geschäfte rund um die Welt machen. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man den Blick wirklich nicht so eng hat, sondern dass man einfach anschaut, was passiert um uns rum und was machen diese Unternehmen eigentlich wirklich. Und dass man nicht, wenn man jeden Tag in der Zeitung liest, oh, jetzt Angela Merkel und Peter Altmaier sind jetzt vielleicht nicht gerade die Besten für unsere Konjunktur und haben jetzt nicht die beste Politik gemacht und in deutschen Unternehmen geht es nicht ganz so gut, dann heißt das aber noch lange nicht, dass der Crash kommen muss und dann heißt das auch noch lange nicht, dass du dein Depot leerräumen musst. Und was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist an der Börse, es dominieren eben immer weniger Player einfach das Gesamtgeschehen. Das heißt jetzt wieder, wenn der deutsche Autobauer oder der deutsche Automobilzulieferer oder vielleicht auch ein deutscher Mittelständler Probleme hat, dann heißt das auch noch lange nicht, dass jetzt die Börse zusammenkracht. Also man muss auch immer trennen zwischen Rezession und Börse. Das ist natürlich nicht unbedingt gut für die Börse, aber es heißt noch lange nicht, dass ein Crash kommen muss. Das hat zwingend gar nicht was miteinander zu tun, vor allem wenn dann die großen Player einfach noch dicke Gewinne scheffeln. Das hat ja auch Max Otte vor kurzem bei uns im Interview gesagt, dass gerade die großen Tech-Konzerne da immer noch gut verdienen. Also man muss sich das immer ganz genau anschauen und da hilft es auch auf das sogenannte Power Law zu schauen. Du kennst es vielleicht auch unter Pareto-Prinzip, dass eben sehr wenige das Spiel dominieren. Das ist zum Beispiel auch bei Autoren so. Es gibt eben sehr wenige Bestseller-Autoren, die verkaufen sehr viele Bücher und es gibt sehr viele Bücher auf der Welt, die verkaufen dann eben sehr, sehr wenig. Das ist bei Musik ja genauso. Es gibt einfach ein paar Stars, die verkaufen sehr viele Platten und dann gibt es sehr viele gute Musiker, die auch gut singen oder Klavier spielen können und die verkaufen dann eben etwas weniger Platten. Bei Experten ist es auch so, da kommt dann auch schon ein bisschen dieser Matthäus-Effekt rein, dass der Teufel sozusagen immer auf den größten Haufen scheißt, auf gut Deutsch gesagt, aus dem Volksmund gesprochen. Also es gibt eben wenige Experten, die werden dann sehr oft zitiert. Ob es dann die besten Experten sind, sei dahingestellt, aber das ist eben sehr oft so, dass sich das konzentriert und das ist auch nachgewiesen an der Börse so. In den USA ist das vor allem sehr, sehr extrem. Aktuell erwirtschaften dort lediglich 30 Unternehmen 50% allen Gewinns. Das muss man sich mal vorstellen. 30 Unternehmen erwirtschaften da praktisch die Hälfte des ganzen Geldes. Das ist wirklich Wahnsinn. Noch 1975 waren es immerhin noch 130 Unternehmen, also 100 Unternehmen mehr als heute, heute nur noch 30. Also 30, das ist ja gerade mal ein DAX sozusagen, 30 Unternehmen, das ist jetzt nicht sehr viel. Und die USA sind jetzt auch nicht gerade das kleinste Land und die schwächste Wirtschaft. Also immer dran denken, nicht den Blick so eng haben, sondern immer schauen, was wird da wirklich gespielt und was wird dann tatsächlich noch verdient, auch wenn es vielleicht in Deutschland gerade mal ein bisschen knirschen sollte. Und jetzt habe ich noch eine schöne Anekdote für euch dazu, um das zu veranschaulichen. Ich weiß nicht, wer den Alchemisten schon mal gelesen hat von Paulo Coelho, ist ja so ein Klassiker. Ich habe den auch auf Audible und habe da letzte Woche mal wieder reingehört. Und da gibt es ein sehr schönes Gleichnis. Da gibt es ja diesen Jüngling, der da durch die Welt reist, erst in Andalusien und dann in Nordafrika. Und da gibt es eine sehr schöne Story, die da vorkommt. Also ich vereinfache es jetzt mal sehr extrem. Da kommt der Jüngling sozusagen zum Sultan in den großen Palast und der Sultan will ihm dann zeigen, was das für ein schöner Palast ist, gibt ihm aber erstmal eine Aufgabe, gibt ihm einen Löffel und zwei Tropfen Öl und sagt, so, jetzt schau dich mal um, aber wehe, du verschüttest was von dem Öl. Und dann rennt eben der Jüngling da durch den Palast, schaut immer schön aufs Öl
und kommt dann zurück und dann sagt der Sultan, ja, und wie gefällt dir mein Palast? Was hast du alles gesehen? Und dann sagt er, ja, eigentlich nicht viel. Ich habe ja hier auf meinen Löffel geschaut und wollte das Öl nicht verschütten. Und das ist dann sozusagen die wichtige Lektion. Dann schickt er ihn wieder los und sagt, wehe, du schaust jetzt nicht mal genau hin, schau dir doch mal die ganzen prächtigen Sachen an, und schickt ihn aber wieder mit dem Löffel Öl los. Dann kommt er wieder zurück. Ja, dann haben wir das nächste Problem. Er hat zwar dann alles mitbekommen, hat die tollen Prachtbauten gesehen, alle tollen Zimmer und alles toll geschmückt und erzählt dann, was er gesehen hat, schaut dann aber auf den Löffel und merkt dann, oh, scheiße, jetzt habe ich aber das Öl verschüttet. Und darum geht's. Der Sultan wollte ihm damit zeigen, du musst praktisch deinen Löffel mit den zwei Tropfen Öl im Blick haben. Also du musst schon auf dich schauen, du musst aber auch im Blick haben, was um dich rum passiert. Also die Balance muss stimmen. Du darfst natürlich nicht starr auf dich schauen, wie ich es vorher schon gesagt habe, okay, was ist jetzt meine Wahrnehmung? Ich habe jetzt Angst, deswegen muss die ganze Welt Angst haben. Nee, darum geht es nicht. Es geht wirklich immer darum, sozusagen alles um sich herum wahrzunehmen, sich selber auf den Prüfstand zu stellen, aber auch immer bei sich zu bleiben. Also sozusagen diese Balance immer so schön auf den Löffel gucken, aber auch schön, was passiert darum. Und die Balance muss einfach stimmen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob das Buch von euch sicherlich auch schon jemand gelesen hat. Ich finde es sehr gut, ist auch so ein Klassiker, ist jetzt auch kein so dicker Schinken, das kann man sich auch mal schön an einem Abend gönnen. Und was mir gerade noch einfällt, wollte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen, aber da war ich krank. Wer hat den Joker-Film schon gesehen? Hoffentlich einige. Kann ich euch nur ans Herz legen, ist jetzt kein Sponsored Post. Ich muss sagen, der Film hat mich wirklich umgehauen. Wer den noch nicht geguckt haben sollte, Hausaufgabe fürs Wochenende, unbedingt den Joker gucken. Und jetzt entlasse ich euch nicht ins Wochenende ohne das Highlight, das ich vorher schon angekündigt hatte. Und jetzt, Peter, eigentlich ist ein bisschen Trommelwirbel angesagt, oder? Und ich würde sagen, wir haben uns jetzt mal heftig Likes verdient, denn ihr habt es euch schon lange gewünscht. Ihr wolltet ihn sehen vor unserer Kamera. Wer könnte es sein? Es ist Hans-Werner Sinn. Wir werden ihn kommenden Dienstag besuchen und interviewen. Und natürlich seid ihr jetzt herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, wie wir das neulich bei Max Otte und schon oft gemacht haben. Also wenn ihr Fragen habt an Hans-Werner Sinn, dann in die Kommentare. Ich kann natürlich nicht alle stellen, aber wir werden einige raussuchen und werden die natürlich dann weitergeben. Und ich glaube, wir haben einige Themen, also Europa natürlich, die Tage zwei Seiten, auch ein bisschen die Aktienmärkte natürlich. Brexit ist auch ein Thema, das Herr Sinn sehr gerne anspricht. Und er ist da nicht ganz so optimistisch. Also er sagt ja, dass da die Südländer noch weiter gestärkt werden und wir gerade als deutsche Steuerzahler dann am Ende die Doofen sein könnten. Also gebt doch mal heftig Daumen nach oben als Unterstützung für die Mission Money. Ich kann euch nämlich sagen, wir haben noch was viel Krasseres. Das werde ich euch aber heute nicht verraten. Termin steht schon fest. Also dieses Video wird YouTube sprengen. Hans-Werner Sinn ist nur der Anfang. Das ist schon eine Granate. Also Daumen hoch schon mal dafür bitte, dass möglichst viele Leute das mitkriegen. Und kommende Woche, ich verspreche es euch, kommende Woche in Mission 5 werde ich dann verraten, was wir Ende November noch auf die Beine stellen. Es wird episch, ihr könnt euch schon mal drauf freuen, aber ich verrate es heute noch nicht. Ich muss ein bisschen in mich hineinlachen. Wenn ihr das wüsstet, ihr könnt schon mal sehr glücklich sein. Ihr wisst, dass es kommt und es wird alles verändern auf YouTube. Es wird episch. Also freut euch schon mal drauf. Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen, Leute, für eure Unterstützung. Lasst es euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen am Wochenende vor allem. Und wir sehen uns kommende Woche. Hans-Werner Sinn kommt vielleicht sogar noch kommende Woche online, wenn es gut läuft. Also freut euch drauf. Danke fürs Zuschauen. Danke für euer Vertrauen. Ich bin jetzt raus. Bis bald. Ciao.